Das Reparieren und Prüfen von Motorsägen gehört zum Service des Handels- und Dienstleistungsunternehmens BayWa. Zur Leistungs- und Funktionsprüfung muss die Motorsäge unter Belastung getestet werden. Bei herkömmlichen Probeläufen wird meist Holz gesägt. Das Risiko von Schnittverletzungen ist hoch. Zudem sind die Testergebnisse ungenau. Diese unbefriedigende Situation rief den Erfindergeist des BayWa Landmaschinenmechanikers Anton Kohlhauf auf den Plan. Da ich täglich viele Motorsägen repariere und das Außentesten an Paletten und Holzstämmen sehr ungenau und sehr unsicher ist, habe ich mir selbst eine Belastungsbremse für Motorsägen gebaut. An dem Motorenprüfstand wird die Säge fest angebaut und mittels einer zahnlosen Kette kann ich eine dauernde Bremse erzeugen und damit eine sichere Aussage treffen, ob die Säge funktioniert, ohne mich oder umliegende Personen zu gefährden. Hier im direkten Vergleich. Eine zahnlose Kette und eine Sägekette mit gefährlich scharfen Zähnen. Anton Kohlhaufs Erfindung wird unternehmensweit hoch geschätzt. Aus Sicht der Arbeitssicherheit ist der neue Motorprüfstand eine regelrechte Innovation in puncto Sicherheit und Arbeitsschutz. Wir können hier mit diesem Testgerät die Motorsäge für unseren Kunden auf ihr Leistungsniveau zu 100% einstellen, ohne dass ein Risiko für unseren Mitarbeiter besteht. Der CE-konforme Motorsägenprüfstand der BayWa. Hochinteressant für BGHW-Mitgliedsbetriebe mit entsprechendem Bedarf.